Leute haben. Wozu fahren wir jetzt eigentlich gerade nochmal den Holz? Das Holz? Den Holz? Das Holz? Das Holz? Ach ja, für die Unterführung. Wir haben 25.000 Bausteine gleichzeitig, finde ich gut. Oh, wir haben schon wieder einen Apfel. Irgendwie fallen immer mehr Äpfel aus den Bäumen seit 1.1. Ich möchte Settlings, gebt mir eure Settlings. Da ist mir gerade einer voll in die Fresse geflogen. Der Baum muss auch noch dran glauben. Ich finde cool, dass die Frame-Einbrüche weggeblieben sind seitdem das. Mit der Musik irgendwie, die sind nicht mehr da. Weiß auch nicht warum. Finde ich auch irgendwie vermisse ich sie. Ich werde vielleicht bald auch nochmal neu auf in einem Programm testen, Junge. Oh geil, wir haben Birken-Settlings. Richtig gut. Birken-Settlings! Birken! So, einmal hier noch. Gut, ich denke mal, da haben wir wieder ein paar Bäume angepflanzt. Für die, die wir da einfach mal so weggeruppt haben, ohne Verluste. Da ist noch ein Apfel und noch ein Settling. Eieiei, geht mir das nicht gerade auf den Sack. Jetzt kommt Nylon. Nein, das ist schon wieder diese türkische Volksmusik. Können wir das denn noch besser in die Landschaft anpassen? Eigentlich gar nicht. Man müsste es wirklich anders bauen. Naja. Wie reif haben wir das hier? Da, 1, 2 fehlen noch. Da ist einer gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, rein theoretisch werden wir das bald anschmeißen. Hier bräuchten wir nochmal eine Runde. Da haben wir gerade nicht so viel dabei. Dann möchte ich mir eben nochmal da für die Verbesserung gleich mal ein bisschen Dirt holen. Wer hat mich denn jetzt in Skype vollgeschrieben, bitteschön? So, da war eben nochmal was, was ich. Oh, jetzt habe ich Skype maximiert, so wollte ich nicht so. Wir könnten uns eigentlich auch gleich mal da um unsere Farm kümmern. Rein theoretisch. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen Dreck. Wir werden jetzt erstmal kurz Dreck auffüllen. Die Farm haben wir eigentlich schon am längsten als Baustelle, deswegen werde ich die erstmal machen. So, ein bisschen Dirt. Hier nochmal ein Brötchen reinschieben. So, einmal hier, so. Da muss auch noch einer hin. Da kommt auch einer. So. Jetzt muss man hier rein theoretisch echt viel auffüllen. Eieiei, hier hat der Creeper, der hier explodiert ist, der hat echt viel zerstört. Merkt man ja auch, was ich jetzt hier alles an Dreck auffüllen muss. So, einmal hier bis nach unten hin. Alter, das ist ja nicht mehr normal, wie oft ich hier runterfalle. Ah. Hallo. Ne, die Treppe sieht immer noch scheiße aus, aber da sieht es jetzt besser aus, finde ich. Wir müssten mal da vielleicht, wo die Treppe, die, wenn wir uns die mal rausdenken, dann sieht das da eigentlich relativ normal aus. Weil das alles da so ist. Die Working Bench reißen wir einfach mal ab. Okay. Was geht hier? Was geht denn hier?
tun wir eben hier so ein kleines Loch einbauen, sozusagen. Finde ich ganz gut. Hier füllen wir es einfach mal aus. Und da noch einen Block rein. Nehmen wir uns mal den hier. Und machen den hier. So, wir könnten eigentlich nochmal einmal die Schafe abernten. Bevor wir sie wieder bald vermehren werden. So, gib auch mal deine Wolle her, danke. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke, die Firma dankt. Die Firma Wolle, KKG und Leon. Dank. Nein, nein! Komm wieder rein. Komm zu. Ich glaube, du spinnst. Entweder ich werde dich töten, ne? Da rein. So, dafür ernte ich dich nochmal. Frische Bauern. Wir müssen hier rein, theoretisch nochmal den Berg einreißen. Weil das so ein Scheiß aussieht. Sieht alles scheiße aus. Ich werde jetzt hier Großbauprojekte machen. Und einfach mal die Berge einreißen. Oh yeah, Berge einreißen. Da stehe ich drauf, das mache ich so gerne, deswegen mache ich es jede Folge. Schon fast. Es wäre schon fast Tradition, dass wir Berge einreißen in der Folge. Also hier natürlich auch noch ein bisschen natürlich auch sehen. Nicht so noch Massentierhaltung. Eieiei, wenn ich jetzt aber sage, ne, machen wir mal später, dann kommt das hier bestimmt nie. Und dahin ist nie. Dungeon! Du geil, um eine Dungeon-Erkundung vorbereitet, also machen wir es noch nicht. Jetzt können wir natürlich scheißen wie Cobblestone, dann bräuchte ich eigentlich mal ein bisschen mehr Dirt. So, da haben wir gerade noch ein bisschen Erde. Wie machen wir das denn hier mal? Ich muss gerade mal überlegen. Ach, das sieht halt scheiße aus. Rein theoretisch sind das ja Steinhänge und Steinhänge befestigt man ja gerne mal. Ich überlege nur gerade, wie wir das machen sollen, ob wir das hier auch einfach mal Holz überall hinziehen. So eine rundum Holzwand. Warte mal eben, das testen wir doch mal. Nein, da sollte es nicht hin, aber naja. Ich teste mal eben. So. Die Musik ist voll geil. Hier lade ich mir auf mein iPod drauf. Jo, das finde ich, kann man eigentlich machen. Man könnte jetzt einfach mal hier unten das einfach mal so machen. Indem man jetzt hier einfach mal Holzwände hochzieht. Eine Zangenbefestigung. Dann sieht das doch, denke ich, hoffentlich ganz gut aus. Dann ist das zwar alles unnatürlich, aber das ist dann ja auch durch das Holz klar gekennzeichnet. Hier ist kein natürlicher Bereich.
Dahinter müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen mal gucken. Auf jeden Fall ist dann hier geschützt. Jetzt gehe ich erstmal. Ah! Jetzt gehe ich erstmal pennen. Ich glaube, vorher schlage ich nochmal zwei Kühe. Ich muss immer noch die Zauntür auf die andere Seite bauen. Oder schlachte lieber Schweine oder schlachte lieber Kühe? Ich schlachte lieber zwei Schweine. Es gibt natürlich wieder nichts. Ist auch nicht. Na los. So, dankeschön. Dann schlachten wir nochmal zwei Kühe. Wofür haben wir denn diesen Bauernhof hier? Ah ja, jetzt habe ich die eine Kuh rausbefördert. Das ist nicht gut. Wir müssen hier hinterher rennen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Nein, sie ist dabei, unsere Felder zu zerstören. Nein. Hallo. Ich tue dir nichts. Na, schade. Na doch, wir haben ein paar Steaks immerhin mal. Ja, doch, das kann man so eigentlich schon fast anbieten. Man müsste da am Ende dann einfach runterbauen, das habe ich auch so mal überlegt. Wir sind wieder an 5000 Projekten gleichzeitig, aber so bin ich. Ich muss ein bisschen Abwechslung haben. Der Baum ist hier ganz schön. Wir könnten, ich muss hier nochmal ein paar Blumen sammeln. So, ich hoffe, ihr seid mir jetzt. Ich hoffe, ihr kommt langsam wieder rein in die Folgen. So, mal eben rein da. Dass man eben alles in die. Nee, doch. Mal eben das Cobblestone oder den Cobblestone brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Die Wolle brauchen wir auch nicht. Die Seeds auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die Schere brauchen wir uns auch gerade nicht. Die Workbench auch nicht. Das Holz brauchen wir. Genau. So, einmal pennen gehen. Und wir brauchen natürlich noch ganz viel von dem Holz. Aber naja, das werden wir wohl noch zusammenkriegen. Gut, für den Tag sollten wir jetzt noch genug an Essen haben. So, jetzt machen wir hier erstmal das Unfertige fertig. Nein, so nicht. Ach, was ist denn das hier momentan gerade? Zum Glück haben wir da den riesen Wald zum Fällen. Brauchen wir so gar nicht mal so weit laufen zum Feuerfällen. Ja, man braucht das mal nicht so viel beleuchten. Na, warte mal, ich habe gerade eine gute Idee. Mal kurz zurück. Bam, bam, bam. Schade, Junge. Doch, davon habe ich doch was gesehen. 1, 2. So, jetzt ahnt er bestimmt schon, was ich vorhab. Die meisten werden es natürlich ahnen. Sieht doch deutlich einladender aus als vorhin noch. Hier drin weiß ich noch nicht, ob ich da eigentlich wollte ich da wahrscheinlich eine andere Beleuchtung machen. Da kommt auch etwas mehr in der Tunnel hin, der ist ja auch total unnatürlich. Na gut, so ist meine Welt halt. Die ist mehr so auf das auf den Imperialismus. Den müssen wir rein theoretisch noch. So, ist falsch, denn muss ja rein theoretisch so. Nein, nicht so. Sondern so. Und dann einfach wieder